Mirja Dumont ist eine echte Traumfrau. Groß, schlank und wunderschön. Doch mit ihrem Aussehen experimentiert die 42-Jährige auch gerne mal herum. Ob mit dunklen Haaren, Nasenring oder Tattoos. Die schöne Ex-Frau von Sky Dumont überrascht ihre Fans immer wieder. Auch auf der Fashion Week in Berlin begeistert sie auf dem roten Teppich. Doch hier müssen wir zweimal hinsehen. Ist das wirklich Mirja Dumont? Tatsächlich. Doch die Blondine sieht irgendwie verändert aus. Schon vor Wochen werden Gerüchte laut, die Schauspielerin habe dem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet. Schönheitschirurg Dr. Wolfgang Kümpel spekuliert schon im November 2018 im bunte.de-Interview: Hyaluron wurde wahrscheinlich in der Wangenregion und in den Lippen gespritzt. Botox in der sogenannten Glabella-Region, also zwischen den Augenbrauen und darüber. Die letzte Zeit dürfte auf jeden Fall ihre Spuren hinterlassen haben. 2018 ist für Mirja nicht einfach. Sie erleidet einen Hörsturz, muss sogar im Krankenhaus behandelt werden. Im Dezember verstirbt dann auch noch eine enge Freundin der 42-Jährigen. Doch Mirja lässt sich nicht unterkriegen. Das beweist sie mit ihrem jüngsten Auftritt definitiv.